Am Samstag ist wieder Rohkost-Potluck. Guten Morgen! Am Samstag ist wieder Rohkost-Potluck und ich möchte euch dazu einladen. Warum tue ich das? Aus dem einfachen Grunde, weil ich derzeit keine Videos mehr zum Rohkost-Potluck mache, aber trotzdem den Menschen zeigen möchte, dass da etwas in Leipzig passiert und das schon seit 3 Jahren, was die Menschen unglaublich nach vorne bringt und das nicht unbedingt in der Ernährung, sondern generell in ihrer Persönlichkeit. Das Rohkost-Potluck ist eine Institution in Deutschland geworden, wo jeder weiß, wenn er dorthin geht, bekommt er wieder so einen richtigen Schub und soziale Kontakte werden geknüpft. Ein Sammelsurium an neuen Informationen, von denen nicht alle so gesellschaftstauglich sind, aber wo man dann halt eben sich das dann raussuchen kann. Und ich sehe in diesem Rohkost-Potluck, was nun seit 3 Jahren stattfindet, was Silke und ich zusammen initiiert haben und jetzt quasi eigentlich durchweg durch das ganze Jahr, das ist das 40. Rohkost-Potluck jetzt, weiter betreiben, ein hohes Potenzial an Startschussqualität, möchte ich das mal nennen. Es gibt sehr viele Menschen, die waren auf dem Rohkost-Potluck das erste Mal und ihr Leben hat sich komplett geändert, komplett geändert. Dazu sind mittlerweile 4 Menschen, die waren beim Rohkost-Potluck, waren ganz normal im Leben integriert, hatten ihren Job, hatten ihre Beziehung, was auch immer, waren auf dem Rohkost-Potluck und haben dann gesagt, ich muss nach Leipzig ziehen. Diese Energie, die hier fließt, Leipzig ist auch die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands. Und ich denke, vermute, sehe ich einfach mal so, dass diese ganze Energie, die auch sich im Rohkost-Potluck widerspiegelt, was einen alternativen Lebensstil angeht, dass die eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und denn Leipzig ist nicht nur die Heimat des Rohkost-Potlucks, sondern es ist die Freilernerhauptstadt in Deutschland, wo Menschen sich über alternative Schulmöglichkeiten, beziehungsweise eben die Kinder gar nicht zur Schule zu schicken, sondern selbst und viel adäquater und viel besser zu schulen, Gedanken machen können und es auch ausleben, ja, zu Hause sind. Und natürlich auch vegane Hauptstadt. Laut Peter ist Leipzig die vegane Hauptstadt. Das eine führt auch immer zum anderen. Ne? Wer sich Gedanken über seine Ernährung macht, macht sich auch Gedanken über seine Kinder, also über alternative Möglichkeiten. Und da ist, glaube ich, Leipzig führend, was alternative Möglichkeiten, was den Lebensstil angeht, ja, zu offerieren oder erstmal überhaupt in seinen Kopf zu bringen. Deswegen hatte ich auch gesagt, es sind nicht alle Gedanken, die da geteilt werden im Rohkost-Potluck, so ja, gesellschaftstauglich. Und ich bin da auch nicht bei allen immer dabei. Aber man bekommt erstmal einen Eindruck davon, was möglich ist. Jeder oder die meisten von euch werden sagen, ja, ich weiß, was möglich ist. Na, man kann das und das machen, man kann aussteigen und bla bla bla. Nein, wenn man das nicht erfährt, was möglich ist, was wirklich möglich ist, was Menschen leben und es funktioniert, dann kann man das gar nicht wissen. Das ist dann nicht in diesem Ereignisspielraum. Man weiß es nicht. Und durch das Rohkost-Potluck erfährt man das. Man erfährt durch das Rohkost-Potluck eine sehr, sehr inhomogene Menschenmenge, die ganz andere politische Ideologien haben, die teilweise auch überzeugte Fleischesser sind, die also einen so starken Querschnitt an verschiedenen Sachen, das findet man nicht so häufig. Das findet man, also zumindest immer im Kontext einer alternativen Gemeinschaft. Also man findet oft ein Querschnitt, aber innerhalb einer alternativen Gemeinschaft. Die sind immer sehr, sehr gleichförmig. Sehr, sehr gleichförmig. Beim Rohkost-Potluck eben nicht. Und das macht es halt so interessant. Man ist offen, man ist alternativ eingestellt, es gibt Alternativen und man ist trotzdem unterschiedlich. Und dann trifft man sich. Und ja, das möchte ich euch einfach nochmal ans Herz legen am Samstag, den Rohkost-Potluck. Viele denken auch, wenn sie an Alternativen hören, immer nur in eine Richtung. Aber das ist alternativ, heißt, es gibt Alternativen zu einem bestehenden System. Und das ist halt, was man wirklich tatsächlich erst begreift, wenn man das vor Ort mitbekommt, ne? Was es da für Alternativen gibt. Und viele sagen dann, oder einige, das ist mir so weit. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich zu sagen, es ist weit, nur weil man in Stuttgart wohnt oder in Baden-Baden oder wo auch immer. Die Menschen zum einen sind schon von Norwegen gekommen, sie sind schon von Senegal gekommen, sind von Frankreich, Italien, schon aus allen Ländern zum Rohkost-Potluck. Und zum anderen, was bekomme ich dafür, zum Rohkost-Potluck zu kommen? Ich bekomme ein Stück persönliche Weiterentwicklung. Ich bekomme ein Stück
dessen, was es bedeutet zu leben. Und das fühle ich in diesem Moment. Und das ist mit so einer Reise, die man da tut, überhaupt nicht. Also das ist nicht mal im Ansatz ist das ein Problem, auch so eine Entfernung auf sich zu nehmen. Und keiner, wirklich keiner, mit Ausnahme einer, der kam also jener, das waren nur 100 Kilometer, sagte, das hat sich nicht gelohnt, zum Rohkost-Potluck zu kommen. In all den Jahren, nicht ein einziger. Das heißt, wenn du noch am Überlegen bist, Rohkost-Potluck, so kurzfristig, ist ja gleich morgen, übermorgen oder sowas, je nachdem, wann das Video kommt, dann kann ich dir sagen, wenn du die Entscheidung triffst, dass du zum Rohkost-Potluck kommst, dann wirst du danach sagen, es hat sich gelohnt. Und wenn sich das lohnt für dich persönlich, warum solltest du es dann nicht tun? Also, Rohkost-Potluck, 11 Uhr geht's los am Samstag. Und ja, wenn ihr von sehr weit weg kommt, dann ist es immer auch möglich, abends, wir finden irgendeine Schlafgelegenheit. Entweder wir finden eine Schlafgelegenheit bei Silke oder bei mir oder irgendwie, dass wir euch sagen, wo vielleicht, falls dann doch nicht irgendwo unterkommen, aber bisher hat es eigentlich immer geklappt, euch irgendwo unterzukommen. Ihr müsst euch dann einfach ein bisschen connecten oder euch an mich wenden oder an Silke und da finden wir schon was. Dann finden wir notfalls auch eine ganz preisgünstige Unterkunft. In Leipzig gibt es Übernachtung für 10, 15 Euro die Nacht. Und ja, also von der Seite her, also, aber meistens finden wir was. Also kommt einfach her am Samstag und ja, schlaft dann hier und könnt Sonntag in aller Ruhe wieder zurückfahren, um dass ihr Montag wieder zur Arbeit könnt oder ja, generell in euren Rhythmus reinkommt. Ich habe schon gesagt, es wird wahrscheinlich keine Videos mehr vom Potluck geben, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob Silke da einen anderen Flow hat, aber bei mir ist zurzeit tatsächlich so, dass ich mich auf die Themenvideos konzentriere und ja, gar nicht mehr so das Bedürfnis habe, ja, vom Rohkost-Potluck ein Video zu machen, weil jeder kann dorthin kommen, sich das anschauen. Und als Inspiration kann man bei Facebook unzählige Fotos von Leuten, die beim Rohkost-Potluck sind, das Video jetzt hier oder wenn Silke ein Video macht, da gibt es genug. Das muss nicht sein. Und nur weil es immer die meistgeklickten Videos sind, die Rohkost-Potlucks, aus der Zeit bin ich raus, dass ich auf, ja, einfach nur, dass die meisten Klicks mich irgendwie befriedigen oder dass ich deshalb mein ausrichte, was ich mache. Im Gegenteil, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos gemacht zur Persönlichkeitsentwicklung. Die sind nicht so gut geklickt, aber das schauen sich die Leute an, die tatsächlich ein Interesse daran haben und, ja, und nicht Leute, die sich einfach nur unterhalten wollen und wo ich dann das Gefühl habe, ich trage zu diesem ganzen Unterhaltungsscheiß dieses Systems bei, wo es einfach nur geht, sich zuzudröhnen. Und so ein Rohkost-Potluck-Video ist manchmal nur Unterhaltung. Und es gibt genug Videos dafür, genug Kanäle dafür, noch genug Videos, wo man sich unterhält. Aber wo man wirklich mal ein bisschen in die Tiefe geht, da gibt es wenige dazu. Und kann sein, dass das eben nicht ausreicht, um, ich kann ja derzeit seit ungefähr ein Jahr wirklich davon Vollzeit leben. Das heißt, aufgrund eurer Patreon-Spenden, der Klicks, die ihr auf YouTube, also auf die YouTube-Werbung macht, bezüglich der Amazon-Affiliate-Sachen, die, also wenn ihr auf Amazon-Link klickt und was kauft, und auch der Buchverkäufe, kann ich davon leben. So. Das heißt aber für mich nicht, dass ich jetzt das ausrichten müsste, dass ich jetzt, dass es immer so, dass es weitergeht, dass ich davon leben muss und dass es das Wichtigste ist. Nein! Das Wichtigste ist, dass mir das Freude macht und dass ich das Gefühl habe, das Richtige zu tun. Und sollte es dann der Fall sein, dass weniger Menschen eben mich unterstützen, dann ist das eben so. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich tue das Richtige. Ne? Und vielleicht kann ich dann irgendwann nicht mehr davon leben und muss halt was anderes noch dazu machen, was vielleicht ja, jetzt noch nicht auf meiner Range ist. Ne? Und deswegen, ich habe das Gefühl, derzeit keine Videos bezüglich Vlogs oder so unterhaltungsmäßig zu machen, sondern tatsächlich wirklich Themenvideos. Ja. Genau. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich lade euch ein. Am Samstag 11 Uhr Rohkost-Potluck in Leipzig. Ihr könnt bei Google einfach Kinderreich Mark Kleeberg oder Kinderreich Leipzig. Ich glaube Kinderreich Mark Kleeberg. Das ist im Agrapark AGRA oder Agrapark Kinderreich. Ihr findet das schon. Kinderreich Leipzig wird es wahrscheinlich geben. In Mark Kleeberg ist das. Und genau, und dann sehen wir uns vielleicht am Samstag 11 Uhr erstmalig. Kommt einfach hin. Kommt einfach hin. Das letzte Mal ist jemand ganz spontan aus der Schweiz, aus Zürich. Hat einen Tag vorher gesagt, ich gehe zum Rohkost-Potluck, Flieger gebucht und zack, zu Dings geflogen. Und diese Person hat jetzt auch, zumindest solange ich noch Kontakt zu ihr hatte, ein neues Leben begonnen. Sie hat alles
plötzlich hinter sich gelassen. Nach diesem Rohkost-Potluck ist gar nicht zurück in ihre Wohnung, sondern lebt jetzt, ist bei Leuten unterwegs und ja, war eine Frau, die zumindest, was ich so mitbekommen habe, durchaus mitten im Leben stand. Aber ja, es ist, wie gesagt, es ist eine unglaubliche Magie, die dort fließt. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns am Samstag sehen. Eventuell bis dahin, euer Samuel. Ciao.